Christa Wolf, Spürfalle. Hier. Ich sage nicht, dass ich weiß. Ich gebe an, zu bedenken, dass ich ahne. Hier. Schwester, hier könnte es geschehen sein. Dort muss das Haus der Großmutter gestanden haben. Dort. Oder etwas daneben. Dann war es doch wohl eher da hinten, wo der Jäger in Erscheinung trat. Aber schon bin ich mir nicht sicher, dass ich mir nicht mehr sicher sein darf. Rotkäppchen, ach, könnte ich dich befragen. Du, Mädchen, du musst es doch noch wissen. Wo? Ja, woher kam der Wolf? Kam er leise oder laut grün wie ein Betrunkener? Und hat er dir wehgetan? Nie habe ich die Bewältigung der Geschichte deutlicher im Wort Schlucktherapie, das Vergessen im Ausdruck Hörapparat und den Begriff Nachdenken treffender mit der Bezeichnung Rettungsamt begriffen. Hier also war es nicht. Nicht einmal in dieser Gegend. Niemals in diesem Wald. Vielleicht, so mein schmerzliches Ahnen geschah es nirgends. Oder es steht uns noch bevor. Wird niemals geschehen, in keinem Land, an keinem Ort. Doch jetzt, wo es gesagt ist, wo die Möglichkeit besteht, dass es hier gewesen sein könnte, lass uns suchen, wo es geschehen ist. Am besten gleich und hier. Der Text kann so lange als Schleife gelesen werden, bis ein Ausweg gefunden wird. Zwischen hier und immer wieder hier.